Von der Firma Ortur habe ich einen Aufero Laser 1 bekommen, was ich zum Anlass genommen habe, an meiner Software für derartige Geräte weiterzuschreiben. Der Aufero besitzt eine deutlich kompaktere Mechanik als der von mir bereits getestete Laser Master 2 Pro, was sich auch in einem günstigeren Preis niederschlägt. Ortur bietet drei unterschiedliche Lasermodule an und in meinem Paket befanden sich alle drei Typen. Das preisgünstigste Modul mit der Bezeichnung LU2-2 besitzt eine Laserdiode mit einer Brennweite von 50mm und einer Eingangsleistung von etwa 8W bei einer Laserleistung von 1,6 Watt. Die beiden leistungsstärkeren Module besitzen Laserdioden mit einer elektrischen Eingangsleistung von etwa 16 Watt bei einer Laserleistung von 5,5 Watt. Unterschiedlich ist die Brennweite der beiden Module. Typ LU2-4LF für Long Focus besitzt wie das erste Modul eine Brennweite von 50mm, während es beim Typ LU2-4SF für Short Focus lediglich 30mm sind. Die Mechanik besteht aus einem 20x20mm Aluprofil für die X-Achse und einem 20x40mm Aluprofil für die darunter befindliche Y-Achse. Angetrieben werden die beiden Achsen von je einem Schrittmotor über Zahnriemen, die Führung erfolgt über kugelgelagerte Kunststoffrollen längs der beiden Aluprofile. Über Exzenter kann das Spiel der Mechanik minimiert werden, womit die beiden Achsen schön geschmeidig laufen. Beide Achsen verfügen über Endschalter, zu denen der Laserkopf nach dem Einschalten bewegt wird. Bearbeitet werden kann eine Fläche von bis zu 18x18 cm. Die Ansteuerung übernimmt eine Platine mit einem ESP32 Mikrocontroller. Auf diesem läuft Gabel, sodass die Maschine mit Open Source Software problemlos betrieben werden kann. Gut so, denn Geräte mit Closed Source Firmware kommen mir nicht mehr in den Bastelkeller. Über die USB-Schnittstelle habe ich einen Raspberry Pi angeschlossen, der auch meinen Laser Master 2 Pro ansteuert. Dank Gabel funktionieren die zu diesem Zweck geschriebenen Skripte für beide Geräte. Auch zum Aufero kann ich somit Dateien per Browser, zum Beispiel mit meinem Smartphone, übertragen. Mit den kompakten Abmessungen und dem Raspberry Pi als Webserver wird der Aufero zum ideal portablen Werkzeug. Das ist sehr von Vorteil, wenn ohne eine schützende Metallbox gearbeitet wird. Die zu gravierenden Materialien werden verbrannt oder verdampft, was gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzt. Den Aufero kann man leicht nach draußen mitnehmen oder zumindest vor ein offenes Fenster stellen, um die Geruchsbelästigung klein zu halten. Das Tragen einer Schutzbrille beim Umgang mit Lasern ist Pflicht. Los geht meine nun folgende Testreihe mit dem günstigen Lasermodul mit 1,6 Watt Laserleistung. Zum Fokussieren wird das zylindrische Distanzstück benötigt, dieses muss zwischen die Unterkante des Lasergehäuses und das Werkstück passen. Die Lasermodule können entsprechend in der Höhe verstellt werden. Direkt gravieren kann man alle Materialien, die sich mit dem Laser verbrennen lassen. Holz ist diesbezüglich ein recht unproblematisches Material, hier graviere ich eine Grafik auf ein Stück Sperrholz. Die Abmessungen der Grafik betragen etwa 10x6,5 cm. Funktioniert sehr gut, die Grafik wird mit einem Punktraster von etwa 300 dpi graviert, pro Bildpunkt bewegt sich der Laserkopf somit um 0,08 mm weiter. Zum Schutz vor dem direkten Blick in den Laserstrahl kann eine orangefarbene Plastikabdeckung so eingestellt werden, dass nur ein möglichst kleiner Spalt zwischen Haube und Oberkante des Werkstücks verbleibt. Die Haube ist nach hinten aber offen, der Schutz somit unvollständig, das Tragen einer Schutzbrille ist auch mit der Plastikabdeckung Pflicht. Die Laserleistung habe ich auf 80%, entsprechend 1,3 Watt gesetzt. Wenn nicht unbedingt nötig, sollte man die Maximalleistung zugunsten einer längeren Lebensdauer des Lasers meiden. Nach etwa einer Stunde ist der Auftrag abgearbeitet.
Die gleiche Datei arbeite ich als nächstes mit dem LU2-4LF Lasermodul ab. Gearbeitet wird hier nur mit 20% der Maximalleistung, was 1,1 Watt und somit weniger als der Leistung mit dem zuvor verwendeten Lasermodul entspricht. Der Grund ist, dass der Laserstrahl im Brennpunkt etwas kleiner ausfällt und somit die Leistung besser gebündelt wird. Am unteren Ende des Lasermoduls ist eine Abdeckung in Form einer Düse angeschraubt. Der zur Kühlung der Laserdiode verbaute Lüfter bläst die Abluft über diese Düse auf das Werkstück. Sinn und Zweck dieser Anordnung ist es, den beim Verbrennen des Holzes entstehenden Qualm weg von dem Laserstrahl zu blasen. Der Laserstrahl wird ansonsten an den Staubpartikeln gestreut, womit weniger Lichtleistung auf das Werkstück gelangt. Es handelt sich um eine einfache Version von Air Assist, einer Methode zur Verbesserung der Qualität beim Gravieren oder Schneiden von Werkstücken. An der fertig gravierten Grafik ist zu sehen, dass die einzelnen Zeilen, aus denen diese aufgebaut ist, aufgrund des feineren Laserstrahls deutlicher hervortreten. Mit diesem Modul könnte die Auflösung heraufgesetzt werden, um eine detailreichere Gravur zu erzielen. Letzter Kandidat ist das Modul mit kurzer Brennweite. Hier ist die Düse am unteren Ende über Magnete mit dem Modul verbunden. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Modulen muss hier zum Fokussieren ein 3mm starkes Stück Acrylplastik zwischen Unterkante der Düse und Werkstück passen. Die aufs Holz gebrachte Laserleistung entspricht in etwa derjenigen des zuvor getesteten Moduls mit langer Brennweite, entsprechend ist diese auch hier auf 20% gesetzt. Da der Laserstrahl dieses Moduls auf eine noch kleinere Fläche fokussiert werden kann, habe ich jetzt eine höher aufgelöste Grafik geladen und das Punktraster auf nur noch 0,054 mm reduziert. Bei gleichen Abmessungen wird die Gravur jetzt mit 450 dpi auf das Holz gebrannt. Der Auftrag dauert deutlich länger, das Ergebnis ist allerdings auch deutlich detailreicher. Fotos der Ergebnisse gibt's auf meinen Seiten, somit könnt ihr euch einen eigenen Eindruck von den Unterschieden zwischen den drei Lasermodulen verschaffen. Laut Ortur sind die leistungsstärkeren Module auch zum Gravieren von Edelstahl geeignet. Dazu sollte die Oberfläche allerdings eingefärbt werden. Geeignet sind alle Farben, die das Laserlicht absorbieren können, mit Schwarz ist man auf der sicheren Seite, Rot funktioniert aber auch. Ich verwende keinen Edelstahl, sondern ein Stück Stahlblech, wie ich es normalerweise in rostige Stellen meiner Autos einschweiße. Aufgrund der besseren Wärmeleitfähigkeit ist dieses Material prinzipiell schlechter zum Gravieren geeignet. Als erstes verwende ich das Modul mit langem Fokus und direkt darunter das Modul mit kurzem Fokus. Der Schriftzug wird mit maximaler Laserleistung und einer Geschwindigkeit von 100 mm pro Minute graviert. Bei der Datei handelt es sich nicht um eine Bitmap, sondern um eine Vektorgrafik, es werden lediglich die Umrisse der Buchstaben graviert. Nach dem Abwischen der Farbe mit Hilfe von Alkohol ist das Ergebnis zu sehen bzw. kaum zu sehen. Das Lasermodul mit langer Brennweite hat deutlich weniger Energie auf die Metalloberfläche übertragen, entsprechend ist der Schriftzug nur zu erahnen. Das Modul mit der kurzen Brennweite hingegen hat einen klar lesbaren Schriftzug graviert, die kleinere Ausdehnung des Strahlengangs im Brennpunkt macht sich hier deutlich bemerkbar. Aber auch hier ist anzumerken, dass die Gravur nur sehr oberflächlich ist und zum Beispiel mit Stahlwolle wieder abgerieben werden kann. Der Schriftzug sollte mit Klarlack fixiert werden, wenn das Werkstück mechanischer Belastung ausgesetzt ist. Kommen wir zum Schneiden von Sperrholz, dem Haupteinsatzzweck des Aufero in meinem Bastelkeller. Ausgeschnitten wird als Test eine Scheibe mit einem Durchmesser von 25 mm. Der 1,6 Watt Laser eignet sich zum Schneiden von 2 mm Sperrholz. Gearbeitet wird hier mit 80% Leistung und einer Geschwindigkeit von 300 mm pro Minute. Die Scheibe ist nach 5 Durchgängen und somit einer Dauer von einer Minute herausgetrennt.
Da der eher dünne Sperrholz für die 5,5 Watt Lasermodule keine Herausforderung darstellen, geht's weiter mit 4 mm Pappelsperrholz. An diesem Material scheitert der 1,6 Watt Laser. Selbst nach 12 Durchgängen mit nur 100 mm pro Minute Schnittgeschwindigkeit braucht's noch ein wenig Kraft, um die Scheibe anschließend herauszubrechen. Als Laser schneiden kann man das nicht mehr bezeichnen. Mit dem 4er Lasermodul mit kurzer Brennweite werden nur 2 Durchgänge mit 300 mm pro Minute und 80% Leistung benötigt, um die Scheibe auszuschneiden. Beim 4er Modul mit langem Fokus erhalten wir bei gleichen Einstellungen das gleiche Ergebnis. Dass die Scheibe nach 2 Durchgängen nicht von alleine herausfällt, hängt damit zusammen, dass der Schnitt etwas dünner ausgeführt wird und die Scheibe daher verkantet. Auf geht's zu 6 mm Pappelsperrholz. Die Laserleistung ist weiterhin auf 80% gesetzt, die Schnittgeschwindigkeit auf 300 mm pro Minute. Deutlich zu sehen ist die Rauchentwicklung beim Verbrennen des Sperrholzes. Hatte ich schon erwähnt, dass Arbeiten mit Lasern zu starker Geruchsbelästigung führt? Zu sehen ist, dass die Rauchschwaden vom Laserstrahl recht gut weggeblasen werden. Es werden 4 Durchgänge mit dem Modul mit kurzer Brennweite benötigt. Dasselbe Material wird nun mit den gleichen Einstellungen mit dem Modul mit langer Brennweite bearbeitet. Auch hier ist zu sehen, wie die Rauchschwaden durch den Lüfter vom Laserstrahl weggeblasen werden. Erneut fällt die Scheibe nach 4 Durchgängen heraus. Wer einen Kompressor oder zum Beispiel eine Aquariumluftpumpe besitzt, kann die im Paket enthaltene Düse an das leistungsstarke Modul mit langem Fokus anschließen, um somit Luft auf die Schnittkante zu blasen. Das verstärkt den schon beschriebenen Air-Assist-Effekt deutlich, ein stärkerer Luftstrom wird besser auf die Schnittkante gelenkt. Air-Assist führt zu noch feineren Schnitten durch das Material. Die Schnittgeschwindigkeit habe ich bei diesem Experiment auf 400 mm pro Minute hochgesetzt. Generell werden beim Laserschneiden sehr dünne Schnitte ausgeführt, womit man filigrane Strukturen ausschneiden kann, die mit einer Säge nicht machbar wären. Für dieses Video habe ich wieder recht intensiv an der Software, mit der ich meine beiden Ortho-Lasergeräte ansteuere, weitergeschrieben. Mit den entsprechenden Skripten können Dateien im Format Scalable Vector Graphics, kurz SVG, verarbeitet und an den Laserschneider gesendet werden. Gabel macht's möglich. Die Präzision, mit welcher der Aufero Laser 1 arbeitet, ermöglicht das passgenaue Anfertigen von Bauteilen. Ich bin vom Virus Laserschneiden infiziert, daher gibt's mehr davon in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Weitere Infos zum Gerät und Fotos in hoher Auflösung der angefertigten Beispiele gibt's wie immer auf meinen Seiten, klickt mal rein. Ein Kapitel zur verwendeten Software befindet sich im Aufbau. In diesem Sinne,
Danke fürs Angucke und bis bald.